So. Jetzt ist mir eine Idee gekommen. Jetzt mal natürlich laden wir unsere Truppen auf. Wie wir das hier oben vielleicht doch noch gelöst bekommen. Vorhin haben wir mühselig London als Rivale entfernt. Und jetzt würde ich sagen, ernennen wir sie mal wieder zu unserem Rivalen. Denn das sollte zwar uns erstmal unsere Beziehung zu ihnen stören, aber das lässt sich wieder aufheben. Das sollte dann hoffentlich die Beziehung zu diesen Herren verbessern. Der Feind eines Feindes. Nein, nein. Warum reicht das nicht? 25 sind plus 50, sind plus 100, plus 25. Also das sind doch mehr wie plus 165 hier, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, das sind mehr. Warum zeigt es das nicht an? Buggy Game. Also nochmal ganz ruhig. So. Plus 100, plus 150, plus 250, plus 260, plus 274, minus 25, 40, 50, 59. Da müsste ich über 200 Beziehungen haben jetzt. Was soll denn das? Ich habe über 200 Beziehungen mit denen. Hier haben wir jedenfalls 200. Dann werden wir erstmal die Beziehungsverbesserung stoppen. Dann die Annexion endlich mal fordern. So. Hallo. Warum funktioniert das nicht? Ich hätte gedacht, dass sich Langsang da als erstes einsichtig zeigt. Leute, ich hab da mehr wie 165. Verdammtes Buggy Game. Ich hab gedacht, ich mache einen guten Trick. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist, dass wir die Beziehungen zerstört haben und die hier zwar eigentlich verbessert sind, aber irgendwie doch nicht. Mal schauen, ob sich's aktualisiert, wenn wir. Ah, jetzt. Wenn wir jemanden zum Verbessern hinschicken. Sehr schön. Wunderbar. Die 6 lassen wir mal hier. So, Pego. Ah, ist immer noch unterwegs. Hier keine positiven Events. Keine neuen Einwohner. Nur Ärger. Naja. So. Jetzt sind wir unterwegs. Obwohl er eigentlich schon längst da ist. Also, manche Sachen in diesem Spiel sind schon noch ein bisschen. Naja. Wir brauchen mehr Häfen. So. 11.000 Mann. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das genug ist. Brauchen wir noch ein bisschen Nachschub. So, Vassalisierung anbieten. Na bitte, geht doch. So. Dann jetzt zu diesen Herren. Aggressive Expansion, hat einen Kriegsgrund, bla bla bla.
dann nehmen wir das hier mal wieder raus. Das die zum Vasallen zu machen, war mir die 20 Diplomatie wert. Ach, was ist denn das jetzt? Mit den Mon kommen wir doch seit Jahrzehnten wunderbar klar. Was, Pegu brach sein Bündnis mit uns? Die sind unser Vasall. Sollten die nicht zwangsweise ein Bündnis mit uns haben? Ja, okay. Wie bitte? Wo verhandeln wir da mit denen? Ach, die sind nicht wirklich eine Bedrohung, aber... Ich habe eigentlich keine Lust, Leute zu verlieren, da gebe ich ihnen lieber 30 Dukaten. Ich baue da auch noch gerade ein Gebäude. Hier bauen wir jetzt auch mal noch einen Tempel. So. Dann hoffe ich, dass endlich mal wieder ein positives Event kommt. Hier zum Beispiel. Das gibt's nicht, das dauert ewig. So, Pigu. Schicken wir euch mal eine Beziehungsverbesserung. 116, sehr schön. Ja, wenn man jemanden zum Beziehungsverbessern schickt, dann wird's aktualisiert. Faszinierend. Gleiche Religion, Staatsbündnis, okay. Das Problem ist die aggressive Expansion. Die wir jetzt auch gleich wieder hochtreiben werden. Denn mit Shan sind wir noch nicht fertig hier. Oh hier, Orissa hat sich die Küste wieder unter den Nagel gerissen. Vielleicht sollten wir auch mal einen Jumper arbeiten, so wenn wir die nie... Oh, die Eingeborenen werden assimiliert. 100 Bevölkerung. Dann sollte man da jetzt fertig sein, oder? Das hat zwar ewig gedauert im Vergleich zum letzten Mal, aber... besser als nichts. Ah, wir sind aber noch nicht fertig. Habe ich mich zu früh gefreut. 957 Siedlungen. Jumper ist auch noch weit davon entfernt, sich integrieren zu lassen. In unserer ketzerischen Religion, die hätten wir vielleicht erst bekehren sollen. Nun ja. Da wird mir irgendwann schon noch was einfallen, wie wir die annektieren können. Zukunft, Vasallen immer erst bekehren. Minus 40. Naja, die aggressive Expansion halt. Sollte meine Wahlzahlen eigentlich nicht so sehr interessieren. Plus 77. Allianz mit Rivalen. Über wen reden wir hier? Lanna. Also, um die zu bekommen, müssen wir Lanna irgendwie zum Vasallen machen. Was schwierig werden könnte. Der Rivalen ist Jumper. Ich bezweifle allerdings, dass wir unsere eigenen Leute zum Rivalen erklären können. Kann meine Untergebenen leider nicht als Rivalen auswählen. Das ist sehr schlecht hier. Wir können natürlich die Vasallisierung mit Jumper aufkündigen und uns die einfach nochmal greifen. Das ist eigentlich eine sehr geniale Idee. Aber erst wenn es reicht, wenn wir hier 100 haben, dann nochmal plus 50, dann könnte das reichen. Und so lang klopfen wir auch schon mal ein bisschen auf Shan drauf. Kann ich eine Vasallisierung im Krieg aufkündigen?
muss im Frieden sein, um das zu schaffen. Na super. Da kriegen wir wieder aggressive Expansionen, wenn wir Schaden dran kriegen wollen. Okay, wir jetzt nochmal plus 50 bekommen. Dann reicht das immer noch lange nicht. Weil wir könnten ihnen nochmal Geld geben. Wir plus 50 sind 172. Plus 50. Ja, es reicht hinten und vorne nicht. Ja, endlich. Die Kolonie ist selbsterhaltend. Hat ja auch nur dreimal so lange gedauert wie beim ersten Versuch, bevor das Spiel abgekackt ist. Dann senden wir dem Herrn mal hier hin, dass wir unsere Kolonialmacht da unten ausbauen. Und hier raus machen wir direkt eine Kernprovinz für 52 Verwaltung. So, Pego haben wir jetzt in der Tasche. Wir müssen als nächstes Ziel, während wir hier unten unsere Kolonialgebiete ausbauen, ist jetzt irgendwie hier rüber zu kommen, uns eine westlichere Technologiegruppe zu besorgen, denn wir fallen massiv zurück in der Tech, wenn wir unser Gebiet deutlich erweitern. Deswegen fallen wir zurück in der Tech, denn wir verbrauchen unsere Punkte dauernd für irgendwas anderes. Ich sehe aber nicht wirklich andere Möglichkeiten. Nein, dann verlieren wir Prestige. Jetzt sind wir 125. So. Dann gehen die Truppen mal hierher. Die 13, die wir da oben haben, sollten für Schan eigentlich reichen, hoffe ich. Oh nein, ein eingewohnten Aufstand. Vermöbelt sie. Stellen wir uns so lange mal hierher. Sehr schön. Ah, es gibt jetzt wieder Minus, weil wir so viel Verluste erlitten haben. 26. Plus 50. 176. Reicht immer noch nicht. Da brauchen wir irgendwie noch 10 mehr, bevor es mit einem Geschenk machbar wird. Vielleicht stellen wir unsere Truppen schon mal hierher. Ein Kriegsgrund gegen uns. So. Okay, er hat echt viele Flotten und Brunei auch. Oh, und Brunei hat Makassar erobert. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan. Schauen wir uns allgemein mal um, was im Rest der Welt so passiert ist inzwischen. Hier drüben, wir müssen uns mal wieder einen jemanden holen, um das zu erkunden. Könnten wir hier auch mal Madagaskar entdecken. Oh, Korea hat sich in Manchu reingefressen. Und Ming hat hier eine einsame Enklave in Peking. Zwischen dem Shun-Gebiet. Sieht gut für Ariasa aus. Die Timuriden scheinen ernsthafte Probleme zu haben. Alle Gebiete von ihnen, die ich sehen kann, sind von Rebellen besetzt. Und der Jemen kommt auch weiter vorwärts. Ach, was haben wir denn hier? Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Stabilität verlieren finde ich nicht gut. Dukaten verlieren finde ich auch nicht gut.
Was ist denn sein Stabilitätspunkt? Wahnsinn. Was ist eigentlich das hier? Matterer macht 32% Überdehnung. Und warum zur Hölle kostet das 120 Macht, um das zur Kernprovinz zu machen? Grundkosten sind sogar 160. Ja, da können wir auf keinen Fall Stabilität verlieren. Dann gehen wir jetzt ins Minus. Ich weiß, war in dieser Version von Europa Universalis noch nie im Minus. Ich hoffe, das löst jetzt nicht meine ganze Armee auf. Weil eigentlich machen wir ein Plus. In Anbetracht dieser Tatsache werden wir jetzt mal den Unterhalt senken. Ich wollte ja eigentlich gleich noch einen Krieg führen. Den schminken wir uns jetzt mal ab. Für den Moment. Um das auszugleichen. Oh nein, da wird ein Darlehen aufgenommen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir 0,20% Inflation. Nichts, was sie reduzieren könnte. Könnte natürlich so einen Berater einstellen, aber... Gab's doch irgendwo einen. Andererseits auch nicht so wirklich gut, jetzt das Geld dafür zu verbraten, tilgen wir erstmal die Darlehens und dann überlegen wir uns, was wir gegen die Inflation machen. An die negativen Events, die schlagen in letzter Zeit schon ganz schön um sich hier. Palawan läuft gut. Und dann, die Überdehnung gefällt mir gar nicht. Warum geht das nicht? Entfernung zur nächsten unblockierten Kernprovinz ist zu hoch. Deswegen habe ich jetzt 32% Überdehnung da drauf. Na gut. Dann ist das eben so. 131? Noch zu wenig. Warten wir weiter. Oh! Sehr schön. Verliert Aggressivität. Das finde ich klasse. Ach, diese Zinsen gefallen mir gar nicht. 0,30 Zinsenpunkte. Das war jetzt richtig schade. 35. Tja, das könnte ich machen, aber ich will Darlehens zurückzahlen. Das war jetzt natürlich richtig dämlich. Ewig Inflation für gar nichts. Ja, komm schon. Ätzend, sag ich da nur. 138. So. Zeit, das erste Darlehen wieder loszuwerden. Ach, 112. Es war aber auch einfach viel zu viel. Dann hätte ich natürlich lieber Gebäude gebaut, aber okay.
So, 141. Das sind wir doch schon nah dran. Sind natürlich viele, viele Jahre, die wir hier mit nichts zubringen. Das wird eng hier gegen die Eingeborenen. Ich bezweifle, dass das jetzt noch was hilft, aber... Ja, ich bezweifle, dass das jetzt noch was hilft. Wir schicken mal die Truppen dazu. Wir stellen einfach alle 10 in diese Provinz rein. Das ist, denke ich, die sicherste Variante. So. Gut, ich hoffe, ihr verhungert da nicht. Sieht nicht so aus. Okay. Na dann. Dann bleiben wir einfach mal da stehen. Tja, und da finden wir aber diesen Wert ein. ...150 haben, dann kriegen wir es hin. Ja, das ist jetzt eine lange Phase, in der nicht so unglaublich viel passiert, aber... Also ich wünschte, es würde da nicht so unglaublich viel passieren. Aber naja. Es läuft trotzdem ganz gut. Und wir stabilisieren uns wieder. Das ist ja schon mal sehr schön. Na kommt. Ich brauche 150. Was ist denn das jetzt schon wieder? Okay, und Brunei, diese zwei Sultane, die werden uns noch Ärger machen. Drüben macht sich Assam bei den Bengalen bereit. Und ist alles voll mit Rebellen. Und hier ist Persien. Oh, da war jetzt die Hauptstadt entdeckt. Persien wird immer größer hier. Die fressen sich dadurch die Timuriden. Im Norden ist jetzt derzeit alles friedlich. Japan hier? Ja, das wird auch langsam ansehnlich. So. Dafür, dass sie gerade weniger Aggressivität bekommen haben, greifen die uns ganz schön oft an, diese Eingeborenen. So. 150, perfekt. So. Verbesserung stoppen. Vassalisierung aufkündigen. Was? Okay. Den Plan vergessen wir gleich wieder. Ja, dann wird Champa wohl für immer ein hässlicher Fleck in unserem Reich bleiben. Denn da können wir nicht viel machen. Könnt ihr nicht irgendjemand zum Rivalen ernennen, der keine von unseren Leuten ist? Ich meine... Enthauptete Adlige. Das ist nicht so anstellen. Ein Geschenk würde hier wie viel bringen? 15. Na super. Könnte ihnen eine Provinz geben, aber... Verdammt nochmal, Lana. Ernennt jemand anderen zu euren Rivalen. Ihr da auch, was ist denn das? Wir könnten aber tatsächlich mal Aki zu unserem Rivalen ernennen. Wir haben eh schon minus 200 bei uns und das verbessert die Beziehung zu unseren Vasallen. Ja gut, da sich das leider nicht so machen lässt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich... nicht wusste, dass es so teuer ist.
werden wir jetzt mal den Armeeunterhalt hochstellen und zum Angriff übergehen. Wenn wir eh schon aggressive Expansion haben, kann man das auch nutzen. Tja, da haben wir die maximalen 100 erreicht. Wir sind immer noch weit davon entfernt. Die würden ja gerne von uns vassalisiert werden, aber. Tja. Diplomatie. Hallo! Sie sind alliiert mit David. Das beeindruckt mich wenig, dass sie mit denen alliiert sind. Dann schaffen sie 5 auch alleine. Ja, meine Vasallen marschieren schon los Richtung David. Diese Verbündeten stehen noch nur drum. Oh, wir haben die hier vernichtet. Die 13 Schiffe immer nur leicht überlegen. Jetzt haben wir da 11. Haben wir 1 erobert. Ach Gott, warum verlieren ihr hier? Naja. Bali hingegen, die zeigen sich äußerst wenig dankbar dafür, dass wir ihnen den Arsch gerettet haben. Ja. Eine Vassalisierung würden sie gut finden, aber nur wenn sie 190 hätten, was sie natürlich nicht haben. Bitte mal um den Pferd zu fahren. Tja, 190. Minus 10. Bündnis wollen sie nicht. Die Beziehung mit uns verbessern wollen sie auch nicht. Ihr seid doof. Wofür haben wir euch eigentlich freigelassen? Ihr Pflaumen. Oh, Schande. Auch verloren. So, da marschieren unsere Truppen ein bei David. Oh, aber auch Shan hat eine anständige Armee. Da schlagen wir vielleicht erstmal die Truppen des Feindes, bevor wir. Über Eroberungen Gedanken machen. Bisschen nochmal die Beziehung mit Jumper ein bisschen. So. Die laufen weg vor uns. Das ist so ätzend. Das ist richtig nervig, Leute. Was soll denn das? Oh Gott. Ich glaube es nicht. Die sind auch immer einen Schritt schneller. Die haben wahrscheinlich irgendeinen Manövergenerator. Jetzt haben wir sie. Endlich. In einer extrem ungünstigen Provinz erwischen wir sie. Da oben liegt schon
Mauer durchguckt, das gefällt mir gar nicht. So, wohin fliehen die? Da runter. Machen wir es weg. Ah, die bauen schon wieder Truppen nach. Gefällt mir auch gar nicht. Aber kann ich jetzt nicht viel dagegen machen. Jetzt muss ich erstmal aufholen. Und dann sammeln wir uns hier oben. Die Verbündeten, die sind zwar unserem Krieg beigetreten, machen aber gar nichts. Jetzt kostet uns das Auffrischen wieder einen Haufen Geld. Die Flotten haben wir schon größtenteils besiegt. Können wir ein bisschen runter. Ja, ist nicht so schön. Die belagern hier eine von unseren Provinzen. Relativ erfolgreich. Da haben wir die Festung noch nicht ausgebaut. Sollten wir vielleicht mal mehr gegen den machen. So, und dann marschieren wir mal alle gemeinsam rüber. Zeigen denen, was Sache ist. Was sind da für ein Gelände? Ebene, Dschungel. Naja. Nicht so schön, aber was soll's. Jetzt! Jetzt! Gibt es hier Rebellen. 13 Einheiten. Sehr. Unfassbar. Ja, wir müssen leider 50 administrative Macht aufgeben, das Geld noch mal. Das hier ist ein unangenehm harter Kampf. Folgen wir jetzt. Wir müssen vernichtet werden. Ja, Rebellen kommen mal wieder im ungünstigsten Augenblick natürlich. Sehr schön. Ja, nehmt euch die vor. Oh Gott, ihr verliert jetzt nicht ernsthaft gegen die, oder? Das sieht so aus. Jetzt entkommen uns die. Das ist total lächerlich. Die laden ihre Moral wieder auf. Ich fass es nicht. Wie weit sind die Rebellen da unten schon? Na, bei -56%. Da haben die ja zum Glück eine Festung für uns gebaut. Jetzt gibt es hier natürlich wieder Abzüge. Die da haben verloren. Sollte ich mal einen sonst nicht entwischen. Machen wir den platt. Sehr schön, aufgelöst. Wunderbar. Und dann gehen die 5 mal hier rüber, lösen die hier auf. Und die 8 machen sich auf den Weg in die Heimat. Und die Festung da wird schon noch eine Weile standhalten. Ein paar Monate, bis wir unsere Truppen wieder aufgefrischt haben, um genau zu sein. Ja, es gibt natürlich viel Kriegsunruhe, weil ich die Kriegssteuer erhoben habe, aber das muss sein. So, das sieht ganz gut aus. Unsere Vasallen greifen durch, nur die hier erweisen sich mal wieder als Arschlöcher. Greifen die Rebellen diese Siedlung an. Ihre dämliche. Das sieht gut aus für uns. Dann werden die hier noch standhalten. Ah, die werden noch ewig halten. Das ist schon mal sehr gut. Dann holen wir jetzt mal die Provinz, um die es geht. Schand provoziert Truppen nach.
Sollen wir vielleicht doch erstmal einschreiten. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diese Mannen hier, die packen wir auch mal darauf. Diese hier aufs Bötchen. Also noch minus 49, die kommen da nicht wirklich vorwärts gegen die. Das ist schon mal sehr gut. Ich denke, nach der Vernichtung der Hauptarmee von Shan sollte das hier auch ausreichend sein. Ja, sie fliehen. Oh! Sehr schön! Kaffee, naja. Ich wollte eigentlich ja wieder das Porzellan, aber okay. Oh, nochmal 200 Frauen, meine Güte, was ist denn los? Plötzlich die Siedlung halb voll. Ich darf sie nur nicht von den Rebellen geplättet werden. Können wir da schon anlegen, den Mark? Ja, sehr schön. So, wir marschieren. Um den Feind zu vernichten, werden unsere Vasallen hier David platt machen. Lagerung beginnen. Jetzt ziehen die sich zurück. Ist ja richtig ätzend. Na, ah, das wird knapp. Ah, die schaffen es. Das ist unfassbar. Hinterher. Ich hasse die KI. Ja, wir können in neue Technologie investieren. Hier, Nachbarbonus 10%, sehr schön. Standardisierte Piken. Infanterienahkampf, Frontbreite 2, Nachschublimit plus 50, sehr schön. Immer her damit. Man könnte jetzt hier wechseln. Der asiatische Langbogen ist einfach am besten. Mit 6 kommen dann Fußsoldaten. Um wir mal mit denen den Boden aufzuwischen. Hier kommen die Truppen unseres Vasallen und fangen diese Truppen von Shan ab. Sehr schön. Ja, da läuft gerade die Flotte von David aus. Das ist ein so weit ein Problem, dass die... dass wir den Flottenunterhalt gerade runtergedreht haben. Endlich noch dieses Darlehen zu tilgen. Die Inflation ist ein echtes Problem. Die lässt sich nicht kaum reduzieren. Okay, hier haben wir die erwischt. Wir lagern mal ihre Hauptstadt. So, wir haben jetzt 13.000. Sollte im Grunde reichen gegen diese Rebellen. Denn wir haben die deutlich besseren Werte. Ich hoffe mal, die haben keinen so richtig guten Anführer. Ja, sie haben aber einen Anführer. Das wird knapp. Geländeabzug. Autsch. 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 Aber die Gegner haben viel weniger Moral wie wir. Deutlich weniger Militärtaktik. Oh nein, oder? Oh Gott!